Hallo! Maike ist heute blind, ein bisschen verhüllt. Wir machen ein kleines Ratespiel. Und zwar habe ich jetzt hier in dem Beutel drei Bücher gesammelt, von denen ich glaube, dass Maike sie gelesen hat. Ich weiß es nicht genau. Naja, ob das stimmt. Und ich werde jetzt gleich den ersten Satz jeweils aus den Büchern vorlesen und mal gucken, ob Maike tatsächlich die Bücher kennt oder raten kann, um welches es sich handeln könnte. Ich bin gespannt. Ja. Ich kann mich nicht erraten. Also, ich zeige euch jetzt mal als erstes, was es ist. Und starte dann, Maike. Okay, bitte. Also... Im Morgengrauen eines Spätsommertages ging ein Mann in einem Kapuzenshirt langsam und leise durch eine ganz normal wirkende Straße im Süden Londons. London? Mhm. Sadie Smith? Nee. Julian Barnes? Nee. London ist sehr wichtig für dieses Buch. London. Und durch eine ganz normal wirkende Straße. Ganz normal wirkende Straße. Lancaster. Kapital. Richtig! Yay! Sehr gut. Ja, wenn das so weitergeht. Ja, ja, ja. So, zweites Buch. Oh, das ist leicht. Leicht ist gut. Mit 18 ging ich für ein Jahr nach Amerika. Meyerhoff. Ja. Ja? Okay, ja. Gut. Okay. Und welches? Ja, das Amerika-Buch. Genau, alle Toten fliegen hoch Amerika. Sehr gut. Jetzt wird's schwerer. Mhm. Was machst du? Blätter, Blätter. Ort, Salon einer bequemen, wenn auch etwas verlotterten Villa des privaten Sanatoriums Le Cerisier. Nähere Umgebung. Zuerst natürliches, dann verbautes Seeufer, später eine mittlere, beinahe kleine Stadt. Ich glaube, das habe ich nicht gelesen. Es ist ein Klassiker. Wir können ja mal ein bisschen das leichter machen. Nee, ich möchte nicht weiter. Also er fängt mit D an, der gute Autor, und heißt Dürrenmatt. Das ist ein Physiker. Ah, okay. Ja. Hätte ich aber auch nicht raten können. Das okay. Ist voll schwer. Ich glaube, das habe ich nicht gelesen. Und vor allem ist es ein Theaterstück in zwei Akten. Ja, also, okay, das war gemein. Schwer. Zwei von drei. So, jetzt ist Christina dran. Sie ist verbunden. Ich habe Bücher im Beutel. Sie war schon verbunden, als ich sie rausgesucht habe. Sie weiß es also nicht. Nee, leider. Ich bin mir total unsicher, ob sie Sachen davon gelesen hat, aber wir werden es sehen. Ja. Das ist das erste Buch. Es wäre mir lieber, ich müsste meine Reisen nicht hier beginnen, in der Ödnis um den Bahnhof, die immer noch von der Verwüstung dieser Stadt zeugt, einer Stadt, die im Lauf siegreicher Schlachten zerbombt und ruiniert worden war. Als Vergeltung, so schien es mir, denn von dieser Stadt aus war der Krieg gesteuert worden, der tausendfach Verwüstung verursacht hatte, weit und breit, ein endloser Blitzkrieg auf eisernen Rädern mit eisernen Flügeln. Okay, es klingt, als könnte es Berlin sein, der Ausgangsort. Bin mir nicht ganz sicher, es könnte Petrovskaja sein. Ja, vielleicht Esther. Ja, ja, super. Das hast du gelesen, oder? Ja, 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 fand gut. Ich ganz, ganz sehr toll. Gut. Ja. Zweites Buch. Ja. Warum redest du über Männer und ihre Intelligenz? War eines der ersten Dinge, die Sonja Kaufmann zu Ruth Rothwex sagte, als sie sich vor etwa 10 Jahren kennengelernt hatten. Oha. Ja, kommt zumindest die Protagonistin davor. Ja, das ist schon mal gut. Aber mir sagt sie, glaube ich, nichts. Nee. Gib mal einen Tipp. Vielleicht kenne ich das Buch ja. Vielleicht habe ich es nicht gelesen. Spielt in New York? Ja. Jüdische Geschichte? Lilly Brett? Ja. Chuzpe? Ja. Ah, super. Hast du es gelesen? Nee, ja, okay. Aber andere von ihr. Aber das ist gut. Naja, halber Punkt. Ja. So, drittes Buch. Ja. Von allen meinen Erinnerungen, von all den unzähligen Empfindungen meines Lebens, war die bedrückendste die Erinnerung an den einzigen Mord, den ich begangen habe. Ah, das ist Gaito Gastanov, das von Thomas Alexander Wolf. Richtig gut, ja. Das wusste ich. Ja. Sehr gut. Ja. Also, okay, Christina hat gewonnen. Ja, 2,5 Punkte, ich habe 2. Naja, gut. Nächstes Mal Revanche. Du darfst die Binde abnehmen. Das ist schön.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ja. In Hamburg sagt man Tschüss.